Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LSX heute am Mittwoch, den 12. Mai 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit spannenden Themen, die wir hier erörtern möchten. Dafür gibt es eine entsprechende Präsentation. Und da sehen wir auch gleich das Thema. Eine unruhige Börsenphase haben wir in dieser Woche erlebt. Wir haben Zahlen bekommen bei mehreren größeren Unternehmen, die wir uns genauer anschauen. Insbesondere bei Warta, bei der Commerzbank und bei Bayer. Und das möchten wir mit dem Händler Björn zusammen besprechen. Und deswegen begrüße ich in Düsseldorf den Björn. Hallo Björn. Hallo Andreas. Ja, schön, dass du die Zahlen gleich aktuell mit reinbringst. Wir hatten ja im DAX ein Auf und Ab erlebt in den letzten Tagen. Heute Morgen ging es noch mehrheitlich nach unten. Die 15.000 wurden aber nicht berührt und schon gar nicht unterschritten. Und nun überlegt sich der Markt, jetzt könnte ich auch nochmal in die andere Richtung gehen. Und genau das sehen wir heute, oder? Ja, wir sehen eine Stabilisierung in den Indizes, sowohl in Deutschland als auch gestern schon in Amerika, wo die Nasdaq, das war ja unser größtes Sorgenkind, gestern fester geschlossen hat, auch wenn der Dow schwächer war. Und ich muss dich korrigieren, zumindest der DAX-Future war heute Morgen mal ganz kurz für ein paar Sekunden unter 15.000 gerutscht, bei 14.995 war der Tiefstand, so zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Aber du hast recht, die Kasse von 9 bis 17.30 Uhr, der Handel, der hatte die 15.000er noch nicht von unten gesehen. Ja, zum Glück, da wäre ich aus dem Bett gefallen, hätte ich das gesehen vor Schreck. Aber danach wurde ja alles, ich will nicht sagen gut, denn gut ist es noch nicht. Wir hatten ja die Rekordhochs fast angepeilt. Im größeren Chartbild sieht man das sehr, sehr deutlich. Aber es hat eben nicht geklappt, sich über der 15.400 zu etablieren. Es fehlten dann am Ende so 70, 80 Punkte bis zum neuen Rekordhoch. Und jetzt die Gegenrichtung. Insgesamt sind wir in der breiten Handelsrange, die wir eigentlich seit dem Osterfest sehen, richtig? Ja. Das hatte ich auch in der letzten Schalte auch schon mal darauf hingewiesen. Und ich glaube, der Daniel Saurens hatte das gestern auch schon bemerkt. Wir brauchen halt eine neue Käuferschicht. Also die Nachrichten, die momentan dem Börsianer vorliegen, die sind halt nicht so gut. Wir wissen, dass die nicht von heute auf morgen auszuräumen sind. Und das ist ein Prozess des Marktes, diese Nachrichten dann auch gut zu verarbeiten. Und da spiele ich jetzt halt auf die Gefahr der steigenden Zinsen hin. Und gleich kommen ja noch wichtige Daten um 14.30 Uhr aus Amerika, die Inflationszahlen bzw. die Preissteigerungen. Und man versucht ja in jede aus allen Wirtschaftsdaten dann eine Tendenz herauszufiltern, wie sich wohl die Fed beim nächsten Mal entscheiden wird. Ja, du hast es schon angesprochen. Die Inflation ist ein Riesenthema. Die Verbraucherpreise aus den USA, aus Deutschland haben wir sie schon bekommen heute Morgen. Und die EZB und auch die Fed, die müssten dann von ihren längerfristigen Inflationszielen so ein Stück weit abweichen, weil die aktuellen Daten sie überrennen. Ja, und dafür haben die Notenbanken ja dann auch die Möglichkeit, an der Zinsschraube zu drehen beziehungsweise ein vernünftiges Level dann einzusetzen. Aber wie gesagt, auf dem hohen Niveau, auf dem wir uns gerade befinden, sind Zinserhöhungen halt Gift für den Aktienmarkt. Und da sagt keiner, das ist mir egal und ich kaufe weiterhin Aktien. Gerade die Hightech-Werte, die tendenziell immer höher bewertet sind, weil die auch ein höheres Wachstum ausweisen, sind sehr gut bewertet momentan. Da haben wir schon einige Aktien vorgestellt, die in jüngster Zeit auch gelitten haben. Da denke ich nur an den Wasserstoffsektor, aber auf den wollen wir heute gar nicht zu sprechen kommen, sondern auf etablierte Werte, die wir hier in den Fokus rücken. Und da ist unter anderem die Bayer heute dabei. Die Bayer hatte ja Quartalszahlen vorgelegt und hat für eine positive Überraschung gesorgt. Ja, die Zahlen, die waren deutlich besser als von den Analysten erwartet fürs erste Quartal. Beigetragen haben sowohl die Agrarsparte als auch der Pharmasektor. Und der Ausblick wurde bestätigt und das hört sich alles gut an. Und die Börse honoriert das heute mit einem Kursplus von 5%. Und wir standen gerade, okay, die Einblendung ist ein bisschen älter, bei 56 Euro. Und interessant war noch, dass nochmal darauf hingewiesen wurde, heute endet ja eine Frist. Es geht um die Klagen in Amerika. Bis heute hat Bayer Zeit, sich mit den gegnerischen Klägern zu einigen bzw. einen Vergleich herauszuarbeiten. Und dieser Vergleich muss dann später wieder einem Richter vorgelegt werden, der dann auch in Kürze dazu Stellung nehmen wird, zu diesem Vergleich, ob er den zustimmt. Wenn dem zugestimmt wird, diesem Vergleich,
dann dürfte die Kuh vom Eis sein und dann sieht es deutlich positiver aus für den Bayer-Konzern, weil das war bisher immer die Bremse in den letzten 1 bis 2 Jahren, diese Glyphosat-Klagen. Ja, das war ja dieser Unsicherheitsfaktor. Die Börse mag keine Unsicherheiten. Und wenn jetzt etwas feststeht, auch wenn es teuer wird, dann hat man es erstmal schwarz auf weiß und kann sich orientieren und vor allem nach vorne schauen. Nach vorne schauen wir auch mit der Warta. Die hat auch eine turbulente Zeit hinter sich und ist heute ebenfalls stark nach den Zahlen. Ja, die Aktie ist volatil heute Morgen, die ist fest reingekommen, dann bröckelte sie wieder Richtung 110 ab und als ich gerade schaute, waren wir 115 Euro, das war dann ein Kursplus von ungefähr 4%. Die Zahlen, die waren gemischt, würde ich sagen. Der Umsatz, der konnte nur um knapp 3% zulegen, was relativ wenig ist für ein Wachstumssegment. Dafür konnte die Marge ein bisschen ausgeweitet werden. Aber Warta hatte noch die Aktionäre mit einem kleinen Bonbon belohnt. Man hat bekannt gegeben, dass man den ersten Automobilhersteller gewinnen konnte für ihre neue Batterietechnologie. Und Warta versucht dann auch mit ihren Produkten dann in die E-Mobility dann einzusteigen. Der Name des Autokonzerns konnte oder durfte nicht bekannt gegeben werden, aber das ist erstmal ein gutes Signal für den Markt, dass man da wieder neue Wachstumsbereiche dann eruieren konnte. Gab es denn Spekulationen, wer es sein könnte? Ein deutscher Hersteller mit den Anfangsbuchstaben B oder A oder irgendwas? Nein. Ich habe nichts gehört. Hast du irgendwelche Gerüchte gehört? Nein, ich hatte das Ohr die ganze Zeit mit dem Kopfhörer und mit Aufzeichnungen quasi voll, aber ich werde mich mal umhören. Das kriegen wir bestimmt noch raus. Irgendeiner liegt das bestimmt. Ich glaube, da will sich jetzt auch keiner von den Automobilherstellern outen, wer das ist, um die Konkurrenz dann nicht in die Karten blicken zu lassen. Also ich glaube, das werden wir beide nicht rausbekommen. Na gut, top, die Wette gilt, hätte ich fast gesagt, wenn es noch Wetten, das gegeben hätte. Aber gibt's nicht, aber Wetten, dass es ein Reversal bei der Commerzbank gibt, so hätte eine Wette lauten können. Und auch das war überraschend, denn die Commerzbank verdient auf einmal wieder Geld. Wie kam das denn? Ja, das starke Wertpapiergeschäft hat im ersten Quartal unter anderem dazu beigetragen, dass die Commerzbank 133 Millionen Gewinn ausweisen konnte. Der Durchschnitt der Analysten hatte eigentlich mit Verlusten gerechnet. Und ein zweiter Punkt war, dass die Risikovorsorge für Kreditausfälle etwas geringer ausgefallen ist als erwartet. Und somit kann die Commerzbank dann schwarze Zahlen vorlegen. Und man hat sogar noch die Jahresprognose leicht angehoben und die Börse ist begeistert. Und wir hatten gerade auch 6-7% Kursgewinn und 6,15 Euro hatte ich gerade auch vor ein paar Minuten noch gesehen. Also die Aktie hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Das sieht auch fast nach einem Jahreshoch hier aus im Chartbild. Also die Aktie kann weiter zulegen. Die Deutsche Bank hatte sich ja auch schon erholt im letzten Quartal. Also vielleicht geht es den Bankenwerten insgesamt ein bisschen besser. Wir hatten vor wenigen Wochen ein Sonderformat zu den Banken. Auch das und natürlich das heutige Interview gibt es auf den Social Media Kanälen der LS Exchange zu begutachten. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, Facebook und als Hörvariante Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne sind wir wieder einmal rundum informiert worden von dir, lieber Björn, ich bedanke mich und wünsche dir, falls du morgen nicht arbeitest, einen schönen Feiertag. Vielen Dank, den wünsche ich dir auch, ob du arbeitest oder nicht. Ich arbeite, ich kann es schon mal sagen, denn auch morgen wird es für die LS Exchange ein Video geben, denn die Börse hat geöffnet, aber vielleicht so ein bisschen auf Sparflamme, wir werden sehen, lassen Sie sich überraschen und schauen Sie morgen wieder zu. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.